Ah, shit. Geht schon, geht schon. Alles, nein. Ja, ja, halt durch, halt durch. Oh, wir halten nicht mehr durch. Wunderschönen guten Tag oder guten Abend, besser gesagt. Wir haben es jetzt 23.30 Uhr. Eigentlich wollte ich 23 Uhr hier live bei Twitch nämlich kommen und mal wieder ein super Übergang, ganz spontan aber auch gelegt. Denn ja, ich streame gerade über Twitch, weiß aber ganz genau, meine Volksschar wird schlafen und habe ich in Anführungsstrichen auch nur 133 Follower. Trotz all denen, die Leute, die mir jetzt hier gefolgt haben, erstmal vielen, vielen Dank dafür. Ihr könnt mir aber, wenn ihr wollt und das Video jetzt hier im Nachhinein vielleicht bei Twitch sehen solltet, könnt mir auch gerne hier folgen. Solltet ihr zum Beispiel das Video bei YouTube sehen, dann geht einfach mal in die Beschreibung, da ist ein Link nach Twitch und da könnt ihr mir auch sehr gerne folgen. Denn ich will jeden Tag live kommen. Einfach mal zu gucken, was tut sich hier so ein bisschen. Also mittlerweile, ich habe glaube ich bei 119, knapp unter 120 Follower angefangen. Mittlerweile sind wir bei 133. Finde ich ganz cool. Die Statistik hat sich jetzt nicht großartig gebessert, aber ich muss sagen, ich habe mittlerweile meinen Spaß gefunden. Und ja, auch für meine Wenigkeit, der ja zum Beispiel wenig Zuschauer hat. Ist es ganz angenehm, denn ich kann das Ganze ja ein bisschen wie ein YouTube-Video verwenden. Heißt, wenn keiner da ist, ist es vollkommen egal. Ich versuche trotzdem so ein bisschen die Leute, die im Nachhinein das Video sehen sollten, zu unterhalten. Und wir sind, wie gesagt, bei Call of Duty Warzone. Mal wieder ein Spiel mit... Machen wir mal Einzel. So. Mal wieder ein Spiel mit Battle Royale-Funktionen, so wie Fortnite, PUBG, also Player on Ground, ihr wisst schon Bescheid, wo ich gar keine Ahnung habe. Ich habe alle schon mal so ein bisschen gespielt, aber nichtsdestotrotz bin ich einfach, und deswegen mein Titel, ein absoluter Noob. Also sowas von. Ich weiß gar nicht, bin ich Level 1? Ich weiß gar nicht, hat er jetzt hier neu angefangen, weil ich es jetzt irgendwie gelöscht habe? Oder eigentlich hat man normalerweise auch bestimmt einen Account, wo ja alles gespeichert ist. Ja, zumindest bin ich gut. Ich glaube, ich kann hier auch, wenn ich den Fallschirm nicht öffne, auf den Boden krachen und sterben. Das passiert bei Fortnite zumindest nicht. Also dementsprechend kann es gut sein, dass ich hier einfach mit dem Fallschirm abspringe und hier sterben werde. Naja, gut, sei es drum. Ansonsten, ja, hoffe ich mal, dass die Leute mich jetzt hier nicht großartig hören und ich nicht auf die Nerven gehe. Ansonsten, liebe Leute, kann sein, wer mich auch mal hören kann, ich bin gerade live und ohne Zuschauer. Aber da ich selber ein Video aufnehme, ist auch vollkommen egal, einfach auf Stumm stellen. Aber ich habe eigentlich ausgeschaltet, dass wir hier einen Sprachchat führen. Aufwärmen, okay, alles klar. So, Fallschirm. Öffnen. Okay. Ich habe ja meine bestimmten Taktiken, was Fortnite anbelangt. Ich lande einfach da, wo niemand ist. Ich kenne auch hier die ganzen Geheimnisse nicht. Irgendwelche Bunker oder sowas. Damals hatte ich mit Flores noch gespielt. Ich habe hier ein paar Aufnahmen. Mit denen habe ich aber auch keinen Kontakt mehr. Schade irgendwie. Eigentlich hätte ich es immer wieder so gerne. Zeiten ändern sich, würde jetzt Bushido sagen. Und ja, mit denen habe ich eigentlich damals immer gerne solche Videos gemacht. Der war ein absoluter Crack gewesen. Und man muss auch dazu sagen, der hatte so ein bisschen die Ruhe mit mir weg gewesen. Ruhe mit mir weggehabt. Weil der nämlich gesagt hat, komm, wir machen das in Ruhe, ganz entspannt, auch gemacht. Ding ist aber natürlich auch, er kann es extrem gut und hat natürlich die Hoffnung gehabt, dass er mir einiges zeigen kann. Und ich habe auch zu ihm gesagt, ey du, ich bin echt nur für die Unterhaltung da, war. Also ich bin da total schlecht. Und ich glaube, mir was zu zeigen, da ist Hopfen und Malz so ein bisschen verloren. Weil ich auch niemand bin, der hier einfach mal sich nur auf ein Spiel spezialisiert. Und ihr merkt es ja auch. Jetzt wird das ernst. Ja, genau. Scheiben kaputt, es geht los. Ich bin auch niemand, der auch zum Beispiel einfach so akribisch spielt. Ich will lieber so ein bisschen die Leute unterhalten. Und da hat man auch so ein bisschen seinen Spaß. Oh, hier ist aber laut. Sind wir bitte? Mit kyrillischer Schrift hinten auf dem Rücken? Alles klar. Oh, der sieht aber danach aus, so wie wir niemals aussehen werden. Aber okay. So, Gas nähert sich deiner Position. Beweg deinen Hintern. Ja, habe ich noch ein bisschen Zeit? Wie viel Zeit habe ich hier eigentlich? 147 Leute sind wir? Eieiei, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt. Was ist denn das für eine Hottentottenmusik hier?
So, wir können mal hier so ein bisschen... Ich habe auch keinen Bock, dass es bei YouTube irgendwie einen Strike gibt. So, ich spreche jetzt einfach mal raus. Zack. Also ein bisschen Musik ist jetzt dabei, aber jetzt auch nicht so extrem. Ich glaube, die meisten schalten es auch aus. Und wenn, dann merkt man auch einfach, woran sie sind. Musik kann anbleiben, man quatscht sowieso nicht. So. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Gut, da ist jemand. Oh, oh, da schießen schon welche. Oh, warum haben die denn schon Waffen? Hat man hier schon gleich Waffen? Ah, umsehen, okay. So. Ja, da lande ich. Oh, Laterne. Ah, au. Okay. Ah, da ist jemand. Okay, gut. Ich bin bereit. Können wir kurz Timeout machen? Können wir so ein bisschen warten? Ganz chillig. So ein bisschen. Also, ich bin Anfänger. So ein bisschen Ruhe. Nein? Okay, alles klar. Gut, ich gehe jetzt einfach hier rein. Hallöchen. Oh, ja. Hier geht's ab. Nee, ablegen nicht. Okay. Ja. Okay, okay, okay. Ja, okay. Ja, wie viel Munition hat die? Ich brauche auch extrem lange, muss ich sagen, bis ich überhaupt hier irgendwo durchgeblickt habe. Okay. Sonst irgendwas? Nein, warum? Nein, not me. Okay, Fernglas. Okay, renn, Forrest. Scheiße. Das Schlimme, mein größtes Problem ist aber auch, wenn ich andere so ein bisschen dabei zugucke, wie die halt hier zum Beispiel Warzone spielen, die bewegen sich so schnell, wa? Zack, 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 zack. Und wenn ich mich so schnell bewege, habe ich gar keinen Plan, wo ich bin. Oh, ein Bus. Einsteigen. Manni. Ich habe Angst. Nee, campen tun wir nicht. Hallo? Hallo? Scheiße. Ist hier jemand? Können wir? Warum bin ich eine Bedrohung? Ich bin doch keine Bedrohung. Ich bin irgendwer, also keine Bedrohung. Ist hier jemand? Oh Gott. Ach, Scheiße. Das ist mir alles zu groß. 2D war früher viel besser gewesen. Oben, unten, runter. Ah, Gebäude ist immer schlecht. Okay. Ich geh mal weiter. Da niemand. Oh Gott, ich erschrecke mich bestimmt, wenn ich das erste Mal angeschossen werde. Ich habe schon mal Angst davor. Ich brauche ein Auto. Kann ich damit fahren? Okay, kann ich nicht damit fahren. Oh Gott, der Nervenkitzel ist ab. Oh, was für ein Gas. Achso, stimmt, genau. Mitte Roy, ja, hier ist ja bei Warzone, ist es ja. Wie kann man so verplant durch die Karte laufen? Oh nein. Ihr könnt bitte. Au, ey, au, au. Hallo. Wo bin ich denn? Können wir? Timeout. Wo sind wir? Oh. Du gehst bestimmt nicht zum Arzt. Also ich bin ein bisschen verletzt. Ich habe Schüsse abbekommen. Oh. Können wir ein bisschen entspannter machen? Au! Ah, du Arsch! Wenn du hier gewinnst, ey, was soll ich? Zurück an die Front. Verlierst du, ist dein Kampf vorbei. Du bist dran, Soldat. Was? Geht schon? Sag diesem Mistkerl, wo der Hammer hängt. Geht schon los? Nein, ey, ich kenne es nicht. Okay, warte, ich warte hier einfach ab. Ach so, wir müssen die Fahne holen. Hallo? 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 Mann, die muss aber mal renoviert werden. Wir schicken dich zurück zur Basis. Es ist noch nicht vorbei. Dein Team kann dich freikaufen. Diese Runde geht an den Feind, aber wir kommen wieder, um es zu Ende zu bringen. Ah, ja, viele Erfahrungspunkte bekommen. Guck mal. 100 Punkte. Abgeschossen habe ich niemanden. Naja. Also.
So, zuschauen. Nee, erneut spielen, bitte. Oh Gott, der erste Schock ist auf alle Fälle vorbei. Ich hab's ja gesagt, sobald ich einmal angeschossen werde, kriege ich ein bisschen Schrecken. Mann, ey. Das ist mir auch wirklich alles zu flink. Und das ist das, was ich auch so ein bisschen meine. Also alle anderen, die laufen denn da durch die Gegend, können denn links und rechts gucken und zack und hier und da. Und ich habe übelst arge Probleme, mich da überhaupt räumlich irgendwie anzunähern und zu gucken, wo hier wer wo was ist und was der jetzt gerade mit mir macht. Also, ich gehe mal fest davon aus, wenn wir jetzt um 150 sind, die jetzt hier bei der Battle Royale Runde anfangen, Verzeihung, werde ich wahrscheinlich nicht unter den besten 100 sein. Das ist auf alle Fälle gesunder Menschenverstand. Eine gute Selbsteinschätzung. Waffen überprüfen. Flugzeuge werden einsatzbereit gemacht. Okay. Go. Wo? Oh, shit. Hui. Hui. Ah, schieß doch nicht auf mich. Zack. Renn. Ha. So, jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. Der Feind nähert sich. Okay, paff! Warte, Headshot. Ho! War zwar nicht ich gewesen, aber egal. Warte. Ich bin zu langsam. Oh, das ist eine Seilbahn. Mit der will ich fahren. Ah, da ist jemand! Papp! Dankeschön, Jens. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist ja auch eklig, ey. Dann wird dir der Name angezeigt und dann könntest du quasi gleich melden. Was, wie viele Arschlöcher sind denn da bitte schon dabei, die dann sagen, boah, der hab ich abgeschossen, den melde ich erstmal. Warum hat's gerade gebrannt? Warum brennt der Hubschrauber? Ich bin zu alt für den Scheiß. Okay, also, Ziel für heute. Ich bleib sowieso noch eine Dreiviertelstunde nur noch online. Unter den besten 100. Deswegen springe ich jetzt ab. Oh, nein, nicht so viel ab. Oh, da springen wir nicht ab. Ah, guck mal, ganz rechts sieht man, wie viele abgesprungen sind. Ich will der Letzte sein. Also, Ziel für heute, der Letzte sein, der abspringt. Und der, ja, unter den besten 100 landet. Das wäre auf jeden Fall eine geile Sache. So, springt mal alles schön ab. Hopp. Das Beste kommt zum Schluss. The best of the rest. Nein! Ah! Hui! Zack! Okay, warte. Warte! Nicht gut. Okay. Ah, nein, hier sind so viele. Warum sind denn überall so viele? Ah, das ist scheiße. Das hasse ich hier wie die Pest. Da sind die ganzen abgefuckten Quacks. Da ich jetzt einfach mal, ich weiß nicht, ob das wirklich Profis sind oder sowas, aber... Oh, schaffen wir's? Nee, wir sind zu tief. Ha! Mein Primärziel ist es, sie alle zu töten. Ja, tolles Ziel. Man muss Motivation haben im Leben. So. Ich bin John Wick, ich brauche keine Waffe. Ich brauche keine andere Waffe. Wir sind ungeschützt. Naja. Scheißegal, dass wir ungeschützt sind. So. Oh, sehr gut. Nein! Ich nehme die Pistole. Nee. Oder vielleicht doch. Durchatmen. Und jetzt durchrennen. Wohin immer. Ich weiß es nicht. Zack. Peng. Okay, gut. Das wäre auf alle Fälle ein krasser Move. Halim Palim. Kommt raus.
Okay, Klo gesichert. Oh, Küche. Oh, das war ja so eine Altbackenküche. Okay, Treppenhaus. Ich komm jetzt hoch. Boah. Holla die Waldfee. Okay. Ja, scheiße, die ist ja aber auch Käse, wa? Hier? Ah, okay. Oh, leck mich, ich hab Angst. Der Feind nähert sich. Nein, nicht gut. Warum nähert er sich? Oh, ich hab Angst. Was Klonen gehört. Hahaha! Oh. Zack. Okay, raus mit dir. Raus. Du Schäbel. Zack. Ah, ah, ah. Oh, nicht schon wieder im Gulag. Okay. Überlebe, um erneut eingesetzt zu werden. Hä? Wo bin ich denn? Hey! Au! Wenn du diesen Kampf gewinnst, kehrst du zurück an die Front. Aber wenn du verlierst, war's das für dich. Zeit, deine Freiheit zu verdienen, Soldat. Zugerichtet. Für dich geht's zurück zur Basis. Aber ich hab's fast getroffen. Guck mal, warte, 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 warte. Hab ich immer getroffen? Ja. Platzierungsbonus 2000. Welcher Platz bin ich denn geworden? Ach, Gottes Willen, ey. Ja, das ist doch auf alle Fälle, also, sag mal, schlimmer geht immer. Puh. Ist auch unglaublich. Hat er geahnt, dass ich da bin? Der Typ aus dem Fenster, das ist ja wirklich ratzfatz. Ratzfatz. Deswegen mag ich Fortnite mehr. Bei Fortnite habe ich immerhin schon mal ein paar epische Siege gerankt. Ich weiß nicht, ich habe letztens sogar bei Fortnite geschafft, mal wieder niemanden umzubringen. Nur natürlich den letzten. Da habe ich einen Erfolg freigeschaltet. Pazifist war es, glaube ich, gewesen. Erlange einen epischen Sieg, ohne jemanden vorher umgebracht zu haben. Erst zum Ende hin. Ich habe mir überlegt, eigentlich müsste es auch gehen, dass du einen epischen Sieg erlangst, indem du keinen tötest. Indem der Letzte natürlich sich aus Versehen irgendwie selber umbringt, weil er irgendwo runterfällt, ein Leben verliert. Oder natürlich in diesem komischen, außerhalb dieses Kreis gelangt. Naja, gut. Denn außer nächsten Runde. Wie gesagt, Ziel besten 100 steht immer noch. Der Einsatz geht bald los. Naja. Muss nicht sein. So. Okay. Warte, warte, den habe ich gleich, den habe ich gleich. Ha! Oh, nein, nein, nein. Doch! Ha! Das war, glaube ich, fast cool gewesen. Da liegt jemand. Komm ich nicht hoch? Ach Gott, ich bin so eine Zielscheibe. Wie kann man so daneben schießen? Alter Falter! Oh Gottes Willen! The Snake, einen wunderschönen guten Abend! So! Warte, warte, warte! Zack! Den kriegen wir, den kriegen wir! Ja, ja! Nein! Den hätte ich fast bekommen! Ja, ja, Rückblende! Jetzt brennt bestimmt schon wieder mein Helikopter! Das sind doch Freaks dabei! Warum brennen die denn?
So, ja, wir sind wieder topfit. Jetzt geht's los. Jappadappadu. Ziel ist auf alle Fälle, wie gesagt, unter den besten 100 zu gelangen. 150 machen mit. Das Gas breitet sich schnell aus. Begib dich in die Sicherheitszone. Ja. Lassen uns mal die Leute hier ein bisschen springen. Los, macht mal hier so ein bisschen. Anfänger zuerst. Oh, da. Ich habe was entdeckt. Da gehe ich hin. So. Landen. Die rauchen und brennen alle. Und ich dachte, das ist so das Erwachsensein von Fortnite. So, so, ja. Kriegen wir hin. Achtung, Achtung, Achtung. Schön vom Eingang. Okay. Okay, Leute, legen wir uns ins Zeug. Oh, ein Zug. Den kann ich auf alle Fälle fahren. Also wenn jemand braucht, der einen Zug bedienen kann, ich bin euer Mann. So, rauskommen. John Wick hier. Okay. So. Oh, warte. So. Oh Gott, ich hab Angst. So. Gut, das müsste ich eigentlich die Drohne auch verwenden. Okay. Es gibt nicht viele Leute, die wahrscheinlich Raketenwerfer als Nahkampfwaffe verwenden werden, aber ich bin so einer. So. Ich hab nicht mal eine Weste. So, rauskommen. Ich hab eine Pistole in der Hand. So, da geh mal rein. Das ist unser Häuschen. Jackpot! Oh, sehr gut. Doch. Ach, alles gut, du kannst ruhig schreiben. Wie gesagt, das wird auf alle Fälle darauf hinauslaufen, dass ich jetzt hier nicht großartig überleben würde. Weil Snake hat geschrieben, ich schreibe mal nicht so viel, damit du dich konzentrieren kannst. Also ich bin jetzt hier nicht Montana Black oder sowas, der nicht auf den Chat reagieren kann. Also, na gut, bei 22.000 Leuten kann ich mich auch nicht konzentrieren, aber man kann ja versuchen, trotz all dem über alles zu quatschen. Aber, wie gesagt, wenn jemand hier Probleme hat, ich habe einen Raketenwerfer in der Hand. Die können gerne kommen. Was war das denn? Oh Gott. Gut, andere Richtung. Ich bin auch kein bisschen schreckhaft. Kein bisschen. Nochmal. Mach dir vielleicht mal den Ton ein bisschen leiser. Oh, da ist ein Auto. Warte, den treffe ich. Ja. Ja, kann man machen. Wieder rin. Paff. Halim Balim. Ja, Munition. Oh, mein Name ist John Wick. Wer ist hier? Nein! Scheiße! Wieder rin, meine Pistole! So, jetzt bin ich bereit! John Wick kommt mit seiner Pistole! Vogel! 122! Wie gesagt, ich würde versuchen, auf alle Fälle unter den besten 100 zu kommen. Ich merke, es ist nicht so einfach wie bei Fortnite. Hallo? Nee, ich glaube, ich habe so ein bisschen gemerkt, ach, der Raketenwerfer ist, glaube ich, nicht so meine Waffe. Also, was ich hier wirklich sehr gut kann, ich kann Autos fahren. Das geht gut. Das kriege ich immer ganz gut hin. 118. Ist da jemand? Hauptsache, wir gehen da hin. Liegt da was oder ist da jemand? Haha, Motorrad kann ich auch fahren. So. Wer soll sonst fahren? Zack. Gib das. Auf dich wird geschossen. Paff.
Yeah. Wow. Oh, oh, Vorsicht, Felsen. Ja, muss so sein. Zack. Okay. Wir machen jetzt einen Backflip. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, aber wir machen jetzt... Ah, Backflip. Kann man einen Backflip hier machen? Ach, es wird gar nicht auf mich geschossen. Motorrad klappert einfach nur. Ah, ich kann gar keinen Backflip machen. Schade. Wupp, wuppala. Kann er wenigstens einen Wheelie machen? Yeah. Hohohoho. Oh, 110, 110 nur noch. Yeah. Keine Ahnung wo lang, aber egal. Ah, ah, da verfolgt mich jemand. Er wird schon sehen, was er davon hat. Ja. 13 Jahre GTA-Erfahrung. Nee, 13 Jahre nicht, aber 8 Jahre. Oh, oh. Na, naja. Oh, wow, 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 wow. Ey, hör auf damit! Was habe ich dir getan? Uppala! Oh, 101 nur noch? Sag mal bei 99, dann habe ich mein Ziel erreicht, das sind welche. Okay, ich war da lang. Und im besten 100. Ich war bestimmt jetzt genau zu den Typen wieder zurück, wa? Wow. Ah, oh. Ah, shit. Geht schon, alles, nein! Ja, ja, halt durch, oh, wir halten nicht mehr durch. Oh nein, das stimmt, da gibt es noch den Gulag. Hallo, Party, nein, ach, oh. Ich kann selber laufen. Komm. Das ist das KDW. Original das KDW. Das ist der Gulag. Okay. Überlebe, um erneut eingesetzt zu werden. Ja, das Überleben ist so ein bisschen mein Problem. Mach dich bereit. Gegen wen darf ich kämpfen? Achso. Ja, ja, ich bin bereit. Oh. Lange bin ich noch hier. Wenn du diesen Kampf gewinnst, kehrst du zurück an die Front. Aber wenn du verlierst, war's das für dich. Zeit, deine Freiheit zu verdienen, Soldat. Ah! 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 Versucht. Wir schicken dich zurück zur Bank. Habe ich ihn wenigstens einmal getroffen? Dieser Ire. Ja. Also ich habe überall hingeschossen und alles getroffen. Nur ihn nicht. Aber Platzierungsbonus unter den besten 100. Man muss sich langsam aber sicher heranwagen. Nächstes Ziel unter den besten 90. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.